geht? Was geht ab? Was geht, Diggi? Alles klar. Alles bestens bei dir? Bei euch? Alles gut, alles gut. Moin, ihr Lieben! Was geht, Digga? Normalerweise höre ich es nur immer im Wohnzimmer. Ja, meine Lieben. Und schön, dass ihr am Start seid. Erstmal Dankeschön für die lange Anreise, unter anderem aus Heilbronn und euch auch. Und dir auch. Voll lange Fahrt gehabt, ne? Tatsächlich, ja. Ja, krass. Also, Svenny, ich werde mal ein Wort über dich zumindest verlieren. Du kannst aber gleich selber noch das Wort ergreifen. Absoluter Pizza-Profi für zu Hause. Ich sag mal, Leute, gucken deine Dinger, deine Tipps, deine Tricks, um gute Pizza zu machen. Genau. Und es heißt heute 3 gegen 1. Also, die drei Jungs werden versuchen, dich zu besiegen. Unter anderem gucken die auch deine Videos. Ja, bestimmt. Ja, und versuchen, eine bessere Pizza abzuliefern. Wir beide werden das Ganze bewerten. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Und wenn einer von denen gewinnt, kriegt er 1000 Euro. Bekomme ich auch 1000 Euro? Nee, du arbeitest für mich heute. Du bist auch heiß ausgegangen? Ja, klar, ich habe auch Hunger mitgebracht, heute noch nichts gegessen. Ich freue mich auf die Pizzen. Ich bin ein richtiger Pizza-Fan. Vor allem neapolitanische Pizza steht bei mir ganz weit oben. Du bist drin, okay, geil. Svenny, habe ich irgendwas vergessen über dich zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich backe Pizza im Internet. Ich bin der Typ, der immer Hallo schreit. Ja, und das Besondere an der neapolitanischen Pizza ist die lange Teigführung. Bekömmlich, aromatisch, luftig. Ja, ich hoffe, dass es euch schmecken wird heute. Die Männer, die haben ja auch Ahnung von der ganzen Geschichte, denke ich mal. Alle haben professionelle Ausrüstung dabei, das wird gut. 100 pro. Also ich werde mal zu den drei Jungs noch mal was verlieren. Und ich beginne bei B-Style. B-Style, den kenne ich schon ziemlich lange. Ziemlich verrückter Vogel, sage ich mal, aber geil. Ich feiere das. Also ich mag das, wenn Leute einfach aus sich rauskommen, mal ein bisschen anders sind. Der gute Mann, der ist als Lehrling in der Bäckerlehre die Nummer 1 in Deutschland. War das nicht so? 1997 norddeutscher Meister und 4. Platz auf der Bundesebene. Krass. Und Gamechanger. Und der macht auch selber Pizza. Catering. Catering. Also was ich damit sagen will, wir haben für den Svenny richtige Kracher rausgesucht. Ne? Ich habe mir niemanden, wo ich denke, Portemonnaie bleibt heute full, sondern ich habe mir 3 Profis geholt. Was heißt Profis? Also wirklich Jungs, die es drauf haben. Die erzähl du doch auch noch mal gerne was über dich. Ich bin Christopher, ich bin aus Potsdam. Ich bin Hobbybäcker, ich bin kein gelernter Bäcker. Bin lange schon in der Küche am Gange und mache sehr gerne Pizza. Seitdem es Pizzaöfen gibt, habe ich eigentlich einen und ja, probiere mich da viel aus. Mag vor allem neapolitanische Pizza, deswegen bin ich heute auch hier und freue mich auf jeden Fall auch, eure Pizzen kennenzulernen, so ein bisschen vielleicht dazuzulernen und natürlich auch das Preisgeld mit nach Hause zu holen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Rudi, du kommst aus Heilbronn, richtig, extra hier angerast, ne? Ich bin der Besagte, der aus Heilbronn ist. Niklas, mein Name. In der Zeit so ein bisschen die Leidenschaft entdeckt für das Pizza-Game, insbesondere für das Neapolitanische und Spaß dran gewonnen, sich auch weiterzuentwickeln. Und da waren auch mit Sicherheit bei mir die ein oder anderen Pizzen dabei, die in die Hose gegangen sind. Das ist so. Das gehört zu dem Prozess dazu. Und in der Zeit dann so eigentlich weiterentwickelt, dass ich die Überlegung hatte, einen Pizza-Pop-Up aufzumachen bei uns in Heilbronn. Hat aber am Ende des Tages nicht geklappt. Aber wer weiß? Wer weiß. Also, ja, also wir starten gleich los. Eine lustige Story wollte ich noch erwähnen. B-Style, du kennst ja auch Svenny schon lange. Die waren mal zusammen in der Pizzagruppe. Und B-Style hat Svenny aus der Pizzagruppe rausgeworfen, weil er zu inaktiv war. Und jetzt natürlich. Und letztendlich darf ich noch mal was dazu, so Abschlusswort sagen. Ja. Normalerweise macht das Holle, aber jetzt mache ich das heute. Egal wer hier gewinnt, Hauptsache dabei sein. Das ist Olympia, das ist Champions League. Hier ist High End, hier ist Business. Egal wer gewinnt. Let's schön go. Gesagt, mein Lieber, schön gesagt. Also wir starten durch. Ich und Oskar werden ganz entspannt hier oben Platz nehmen. Wir werden uns das gemütlich machen. Ja, und noch für euch. Wir wissen beide an keiner Stelle des Videos, wer welche Pizza gemacht hat. Die losen gleich unten aus, wer anfängt. Keiner hat uns was erzählt von den Pizzen. Wir wissen von nichts, denn natürlich dürfte ich nicht wissen, welche Pizza von Sven ist, weil ich kein Geld loswerde, wenn Sven gewinnt. Ne, 1000 Euro wäre Sven Teichner besiegt. Und wenn die gewinnen, dementsprechend nichts. Genau. Heikle Sache. Ich bin schon sehr gespannt. Jungs, ihr legt los. Wenn es nicht klappt, machen wir heute Calzone. Es wird 2 Runden heute geben. Also beides neapolitanisch. Erste Runde in einer Special-Runde. Die werden uns überraschen mit einer Pizza, von der wir nicht wissen, im Special-Style. Alles ist erlaubt. Die haben alle ihren Ofen mitgebracht, ihren eigenen. Der geht auf 400 Grad hoch und ja, die arbeiten unter Profibedingungen. Und Runde 2 wird sein im Haushaltsofen. Mit Rezept und allen für euch. Die Tiger-Pizza wird mit Rezept abbildbar sein für euch in der Videobeschreibung. Und damit wir ein Ergebnis haben für jemanden aus einem normalen Haushaltsofen. Was ist da drin? Wie viel kann man leisten in einem so normalen Ofen? Genau, jetzt geht's los. Also ich baue einen Goldies-Burger nach. Ich mache eine Smash-Burger-Pizza. Ich backe gleich den Teig nackt. Dann kommt da ein Topping drauf mit eingelegten Pickles. Die liegen jetzt seit 3 Tagen. Dann habe ich karamellisierte Zwiebeln mit einem Werthers echten Bonbon drin. Dann habe ich eigene Burgersoße. Ja. Auch egal, wenn der Flip jetzt in die Hose geht, weil ich mache das eh gleich klein. Kennt ihr alle Chopped Cheese? So, nehme ich das raus, weil die zweite Seite braucht nicht lange. Es soll ja saftig bleiben. Ich will nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall weiß ich, dass
das geil wird. Ich habe mir ein bisschen eine ausgefallenere Kreation überlegt, die am Ende des Tages schon ein bisschen Risiko beinhaltet, weil es ein bisschen was Außergewöhnliches ist. Also wir haben hier einerseits gelbe Kirschtomaten italienische, scharfe italienische Salsiccia, die oben drauf kommt, ummantelt von cremigem Fior di Latte und einem Hauch Gorgonzola. Und zu guter Letzt wird das Ganze noch verfeinert mit leicht karamellisierten roten Zwiebeln, einem kleinen Burrata und schönen großen Basilikumblättern. Mega, klingt auf jeden Fall nach einer sehr leckeren, interessanten Kombination. Ich sag's dir, Freunde, wenn ich hier sehe, was die Leute hier vorbereitet haben, dann bin ich tatsächlich schon aufgeregt. Zum Pizzateig, was hast du für einen Pizzateig vorbereitet? Vielleicht kannst du da noch ein paar Infos geben. Ich habe einmal einen Direktteig, der 24 Stunden lang gegangen ist. Schaut auf jeden Fall sehr schön aus. Und dann habe ich noch einen zweiten Teig, der 44 Stunden Teigführung hat. Und der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Teigen ist vom Grundrezept abweichend, dass der hier im Kühlschrank gegangen ist und der andere bei Raumtemperatur. So, dann geht's ans Eingemachte. Dann suche ich mir die beste Box aus, die am höchsten ist. Das heißt, die, die am höchsten ist, ist mein Gamechanger. Hydration von 72%. Das ist diese hier. Für die entscheide ich mich. Ja, man sieht schon, du hast es drauf. Machst nicht zum ersten Mal Pizza, ha? Von dir gelernt. Von mir gelernt. So, jetzt nehme ich die einfach nur in der Hand. Das ist die untere Seite, die muss nachher auf eine Pizzaschaufel. Und durch die Erdanziehungskraft fällt das eigentlich von alleine. Ich brauche gar nichts machen. So, und dann würde ich sagen, geht's schon ans Belegen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus, muss ich ehrlich sagen. Ich bin selber gespannt, wie er gleich wird. Fior di Latte, kurz noch was für euch. Und zwar ist Fior di Latte die Blume des Milchs. Das ist schnittfester Mozzarella, damit die Pizza nicht wässert. Wenn ihr zu Hause aber Mozzarella aus der Lake nehmen solltet, dann gerne in Stifte schneiden, das Ganze abtupfen, in einem Sieb abtupfen lassen, dann wässert eure Pizza auch nicht. Genau, und dann machen wir uns hier jetzt an der Stelle schon an den Gorgonzola. Und wie erwähnt, es sind wirklich nur ganz kleine, hauchdünne Stückchen, die hier mit drauf kommen, vereinzelt. Weil er sehr penetrant sein kann. So ist es. Und dann rein in den Pizzaofen. Ein Special habe ich noch für euch. Es wird heute eine Türkei-Reise für euch geben. Also ihr könnt eine Türkei-Reise gewinnen im Wert von 750 Euro, also ein Kurztrip. Müsst einfach nur eine Nachricht in die Videobeschreibung schreiben, irgendwas reinknallen, dann nehmt ihr am Wettbewerb teil. Und dann 20 Euro für jeden von euch. Das ist unabhängig von diesem Gewinnspiel. Vergesst das erstmal. 20 Euro für jeden von euch. Einfach geschenkt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch bei Revolut eine Karte machen. Das ist eine Debitkarte. So, Hintergrund ist das, dass ich euch eine Lösung anbieten möchte für so Probleme im Ausland. Wenn ich im Ausland bin, in der Türkei, wo ich meistens bin, wenn ich im Ausland bin, Katastrophe. Mit dem Geld wechseln. So, der eine sagt, wechseln. Wechsel da, der nächste sagt, wechsel da Geld, hier wirst du abgezogen und zum Schluss zahle ich mit Euro und werde doppelt und dreifach los, weil ich immer aufrunden muss. So, und mit dieser Revolut-Karte ist das Geile, ihr könnt direkt damit zahlen zum aktuellen Wechselkurs. Es gibt nichts wie, oh, hier kriegt ihr irgendwie einen schlechten Kurs von der Wechselbank oder sonst was. Nein, damit zahlen, aktueller Wechselkurs, keine versteckten Gebühren, könnt auch Geld abheben. Kontoeröffnung, auch keine Gebühren, keine laufenden Kontogebühren. Das heißt, ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung, macht euch online ein Konto, kriegt 20 Euro geschenkt, was ihr einfach verballern könnt. Ja, und habt eine Karte, womit ihr geil im Ausland shoppen könnt. Kurs geht raus, checkt das gerne ab und ich sag weiter im Video. Jetzt gucke ich eben halt, wie viel Temperatur. Oh, der hat jetzt 345 Grad, ist mir noch zu kalt. Deswegen gebe ich ein bisschen Feuer drauf. Kommt noch ein bisschen Basilikum obendrauf. Kommt nachher auch noch frisch obendrauf natürlich. Ja. Ihr seht hier die Blasenbildung. Der Teig ist halt drüber. Gliadin und Glutenin, klebereiweißbildende Stoffe, kommen nach oben durch die Gase. Und wir erhalten gleich ein Leopardenmuster, weil die Enzymtätigkeit im Teig schon kaputt ist. Und dadurch entsteht das Leopardenmuster. Auf Deutsch gesagt, Süßbläschen bilden sich, ne? Jetzt rein. Zack. Sehr schön. Und jetzt gehe ich von der Temperatur wieder runter, damit er mir nicht zu heiß ist. Wichtig ist nur, dass sie hochkommt jetzt. Viel kurz in die Flamme halten. Augenblick warten wir noch. Zack. Damit bin ich schon sehr, sehr zufrieden an der Stelle. Und dann geht das Teil, das Gute, auch schon direkt. Schulterblick nicht vergessen. Wie lange bleibt die Pizza im Ofen circa? Zwischen 90 und 120 Sekunden, das kommt ganz drauf an. Ich habe gerade eben noch mal den Boden gemessen, der hat so 430 Grad tatsächlich. Und das Besondere an dieser kurzen Backzeit ist natürlich, dass so hochwertige Zutaten, wie er sie drauf gemacht hat, die verbrennen nicht. Wir möchten die Geschmäcker und die Aromen beibehalten. Ihr seht jetzt, wie das Leopardenmuster entsteht, was ich haben möchte. Ne? So will ich das haben, also drehe ich die Pizza jetzt. Die Form ist auch egal, der Geschmack ist entscheidend. Schön knusprig soll sie sein. Und wichtig ist eben halt von unten gucken, ne? Dann nehme ich die hoch und halte die so dagegen. So.
So soll sie aussehen. Und dann gehen wir rein. Folgt mir alle. Jetzt kommt Folgendes. Homemade Burgersoße. Nicht zu viel, das ist wichtig, weil die soll nicht überschmecken, ne? Ganz bisschen. Beim Gasofen ist halt immer so die Schwierigkeit, da verbrennt oben gerne mal die Base, beziehungsweise das Getoppte. Und aus meiner Sicht haben wir hier schon eine gute Pizza. Wollt ihr mal hören? Genau. So, jetzt kommt Folgendes. Es kommt das, wo es drauf ankommt, jetzt bei Holle, und das ist das Wichtigste. Karamellisierte Zwiebeln. Kommt danach. So, dann toppen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen optisch mit ein paar frischen Basilikumblättern und dann packen wir hier diesen schönen Burrata drauf. Es darf nicht drüber sein, aber es muss halt schmecken. Niklas, bist du siegessicher? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Pizza, muss ich sagen. Also die sieht köstlich aus meiner Sicht. Sieht köstlich aus. Und damit kann das Ding genau jetzt hoch. Bisschen Parmigiano und ein bisschen Cheddar. So, die Pizza kann hoch. Ich sag dir, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich hier im Reachcon-Büro bin in Hamburg, würde ich sagen, das ist ganz normale Restaurant-Pizza. Oder findest du nicht? Normales Restaurant oder ein Restaurant in Neapel? Boah, da habe ich noch nicht gegessen. Aber ich finde so wirklich, von der Optik steht das einer Pizza, die ich jetzt irgendwo im Restaurant bekomme, einem guten neapolitanischen Pizzarestaurant nichts nach. Ja, ich finde diese Kreation eher klassischer. Der Rand ist schön fluffig und mit Burrata kann man bei mir schon mal punkten. Das ist eher eine ausgefallenere Variante. Und was ich schon mal auf den ersten Blick sehe, hier wurden die Bläschen nicht ganz so kaputt gemacht. Die sind somit ein bisschen verbrannt. Hier auch. Wurden die hier kaputt gemacht, meinst du? Oder was meinst du damit? Macht man eigentlich, damit die nicht zu groß werden und im Ofen nicht verbrennen. Ah. Es geht ein bisschen, aber wenn man zu viel Stellen davon hat, ist es nicht optimal. Stimmt, die Pieks werden vorher eingepiekst, ne? Genau. Sollen wir mal probieren? Wir probieren. Ich werde mal eben zwei nehmen und den Rand schon mal für die Zuschauer reinzeigen. Ich würde jetzt nicht sagen Hotdog-Pizza, was ist das für eine Kombi? Das ist doch so eine bekannte Kombi. Big Mac-Pizza. Big Mac-Pizza könnte es sein, mit eingelegten roten Zwiebeln, vermute ich mal. Von unten noch einmal. Und halt den Gewürzgurken. Die ist von unten sehr, sehr gut gebraten. Eine Wucht von Geschmäckern. Da hat mir jetzt was gefehlt, und zwar die Tomatensauce. Ist wahrscheinlich auch gewollt, weil der Burrata auch drauf ist, sonst wäre es vielleicht zu viel. Schmecken ja sehr gut. Oh, hier der Rand nochmal, Leute, also echt. Hier wurde uns gesagt, sollen wir die wie so einen Dürrem-Döner einrollen. Wurde uns das echt gesagt, ja? Ja. Wer hat das gesagt? Hast du nicht aufgepasst, ne? Nee. Der Kameramann eben. Ah. Schau dich das mal an. Das nenne ich mal eine kreative Kreation, und da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, nee. Oh mein Gott, wie lecker ist die? Ich liebe diesen Kontrast aus salzig und süß. Gürkchen, rote Zwiebeln, da war jemand am Werk, der Ahnung hat. Auch so eine Soße drüber. Keine typische neapolitanische Pizza. Sehr gewagt, aber bei mir volle Punktlandung. Einfach Power, ne? Mhm. Also die hier kann ich euch sagen, Feeling, Leute. Wirklich, es ist wie im Restaurant, so von Belag erstmal. Ich spreche mir nur von Belag. Ja, mit dem Burrata, Basilikum, frisch, wirklich on point. Ich muss auch noch mal so reinbeißen, weil das habe ich noch nicht gemacht. War ja die Anweisung. Guck mal, was für ein geiles Feld. Stellt euch vor, das haut euch jemand hin und sagt, roll dir das ein. Das Biest-Style, Mann. Der Typ ist so verrückt, ja. Der hat einen kleinen an der Klatsche, aber im positiven Sinne. Der hat da so einen verrückten Scheiß jetzt rausgehauen. Das hat nicht der Teichner gemacht, ich schwöre euch. Gleichstand ist doof, oder? Nee, ist nicht doof. Wenn es so ist, ist es so. Also du musst für dich deine Bewertung finden. Ich habe noch meine Tafeln im Auto. Wir werden die Tafeln gleich holen. Da müssen wir irgendwie. Also ich weiß schon, ich gebe keine 10 von 10. Aber es ist eine sehr gute Bewertung. Schulz. Scheiße, ey. Also ich würde sagen, die Jungs gehen in Runde 2. Wir holen uns einen von den Kamerajungs gleich hoch, geben nochmal eine Bewertung ab. Aber die unten können loslegen mit Runde 2. Wir machen uns gleich einen Kopf, was wir hier machen. Naja, Jungs, ey. Also
was ihr da abgerissen habt, wirklich. Ich bin so weit, ich könnte, weil ich habe schon vorher überlegt, wie ich das bewerte. Und dann dachte ich auf Restaurant-Ebene, so von der Punktvergabe. Und dann dachte ich, nee, wenn ich das mit einranke in Restaurants, wäre unfair, weil die haben ja nicht so eine Öfen. Aber die Pizzen sind so weit, die könnte ich da einranken. Natürlich wären sie ein kleines Stück drunter, aber es wäre nicht so, dass die Jungs dumm dastehen. Sie würden immer noch eine richtig gute Bewertung kriegen, auch im Vergleich zu Restaurants. Also das ist für mich, also Restaurantqualität. Ja, eindeutig. Wenn du das bist, Beastyle da unten, die hier. Jetzt schrei nicht rum, weil nicht, dass wir was hören. Denn ich weiß, dass du das warst, Mann. Ich weiß, dass du das warst. Der tätowiert sich danach die Pizza auf dem Arm. So eine, auf den Schniedelwutz. Wir werden hier auch noch 10 Minuten sitzen, das ist echt so krank. Der Teichner ja auch, der muss ja zeigen, was er kann. Der hat auch einen Ruf zu verlieren. Damit will ich sagen, man muss es genau nehmen hier. Man kann nicht irgendwas am Ende aufschreiben, das ist so schwer. Ich vergleiche gerade den Teig, weil das ist richtig knapp, finde ich. Also ich habe mir was Besonderes überlegt, denn wir müssen hier eine spezielle Pizza machen. Hier habe ich meinen 48 Stunden fermentierten Pizzateig. Normalerweise habe ich diesen in einer Pizzaballenbox, aber aufgrund dessen, dass ich 7 Stunden anfahren musste, musste ich das hier in so Glasbehälter machen. Und ich hoffe jetzt, dass der Teig ganz gemütlich hier aus der Schüssel fällt. Ja, das funktioniert gut. Gut, also ich mache eine eher klassische neapolitanische Pizza. Im Grunde meine Lieblingspizza. Ich wollte jetzt keine Experimente machen. Und ja, ich nutze einen 100% Biga-Vorteig mit dem Caputo Novola-Mehl und habe eine 70% Hydration. Ich gebe hier immer ein bisschen Semola auf den Teigling, damit nichts klebt. Und dann beginne ich ganz geschmeidig von unten nach oben die Luft in den Rand zu drücken. Drücke ich die Luft in den Rand. Es kann natürlich sein, dass der Teig noch ein bisschen zu kalt ist, weil der lag eigentlich die ganze Zeit im Eis. Und dann schön die Cornicione bilden, weil wir möchten hier einen schönen luftigen Rand. So, jetzt nutze ich einen klassisch San Marzano Tomaten. Ich habe die klein gemacht, ohne Häcksler, damit die Kerne nicht kaputt gehen und das Ganze bitter machen. Als nächsten Schritt, jetzt muss es nämlich relativ schnell gehen, damit das nicht durchweicht, nehme ich hier Parmigiano. Und dann kann ich unter Rotieren das Ganze wieder die Schwerkraft den Job machen lassen. Jetzt kommt hier Fior di Latte di Agero Rola. Das ist ein schnittfester Käse aus Kampagnen. Einer der intensivsten schnittfesten Mozzarella, würde ich sagen, die ich jetzt so ausprobiert habe. Das ist eigentlich so mein Lieblingskäse für Pizza. Jetzt haben wir unseren Pizza-Base, ne? Und jetzt können wir auch schon damit anfangen, die Pizza zu belegen. Ich habe mir hier eine geile Parmesancreme gemacht. Einfach 250 Gramm Sahne, 100 Gramm Parmesan. Kurz aufkochen lassen. Jetzt gebe ich hier eine schöne Kelle auf den Teig. Schön gleichmäßig verstreichen. So, und für den Belag nutze ich Chiarelli oder Stangenbrokkoli. Ich finde, der hat einen tollen, nussigen Geschmack. Also der ist deutlich intensiver, würde ich sagen, jetzt als der herkömmliche Brokkoli, den wir so kennen. So, ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus hier so. Und dann noch eine Salsiccia, eine Fenchelwurst, eine italienische Fenchelwurst. Und die brösel ich jetzt einfach dazwischen. Und dann habe ich hier selbst eingelegte, flambierte Pimentos. Die waren schwarz, dass die sich schön schälen lassen. Und jetzt gebe ich hier einfach ein paar von diesen Pimentos drauf. Die sind so süß, leicht pikant, aber nicht zu viel, weil die sehr dominieren. Sieht gut aus, oder? Was sagst du bis jetzt? Sehr, sehr gut. Schön cremige Basis auf jeden Fall. Ja, jetzt machen wir weiter mit ein bisschen Fior di Latte. Das ist von der Latteria Sorrentina. Der ist richtig, richtig lecker. Wir brauchen 9 Liter Milch für 1 Kilogramm Fior di Latte. Dann geht's weiter mit frischen roten Zwiebeln. Die geben auch noch mal ein bisschen Süße und ein bisschen Knack. Hier schön rustikal verteilen. Und am Ende kommt jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Olivenöl drauf. Und dann ist die eigentlich fertig. Hier ein bisschen Basilikum, 3 Blätter reichen. Und hier kommt eine richtig schöne, leckere Pepperoni-Salami. Die hole ich immer bei mir vom Metzger. Und davon gebe ich jetzt ein paar Stück drauf. Also mich holt die Pizza wirklich sehr ab. Heiß zugucken. Bin jetzt mal gespannt mit dem Boden. Dadurch, dass der Ofen jetzt hier schon sehr lange bullert, kann es sein, dass der Boden relativ heiß ist. So, jetzt soll sich auf der linken Seite, da wo die Flamme ist, das bekannte neapolitanische Leopardenmuster quasi bilden. Das tut's auch so langsam. Dann fange ich an zu drehen. Moment, brauche ich ein bisschen Armfreiheit. Ja, genau. So, und jetzt sieht man richtig schön, wie der Teig hochgeht, sich der Animal Print quasi bildet. Leopardenprint. Also, wir sind ready. Jetzt müssen wir schnell zum Ofen. Let's go! Die Hitze etwas reduzieren, anbacken lassen und dann können wir mit dem Rotieren beginnen. Bisschen Olivenöl frisch drauf, dann ist gut. Oh, da bildet sich eine sehr große Blase, die natürlich gleich kaputt machen, weil sonst verbrennt diese. 1, 2, 3. Da haben wir unsere Beauty.
Okay, let's go, jetzt muss es schnell gehen. Das Ganze runden wir ab mit einer leckeren Burrata. Dann kommt hier noch etwas Chili drauf. Jetzt toppe ich das Ganze noch mit ein bisschen Parmesanschnee. Bisschen Olivenöl. That's it, Freunde, ich bin gespannt. Oh, jetzt kommt da wieder so eine Knaller, ey. Oh, das ist ja noch mal ganz anders, ey. Okay. Also der sieht jetzt noch mal optisch mit so einem Riesenrand ganz anders aus. Das ist, glaube ich, Salsiccia, oder? Das sieht mir nach Salsiccia aus, ja. Oskar, mache ich das richtig hier? Ja, also ich glaube, die gefällt mir optisch am wenigsten. Sie ist nicht symmetrisch, zum Beispiel so wie die, was ja nichts mit dem Geschmack nachher zu tun hat. Hier ist der Rand aber sehr hoch im Vergleich zum Boden. Und was sagst du dazu? Ist das jetzt als professioneller Pizzabäcker ein Defizit eher? Nö, das ist nur meine Meinung. So, klar, paar verbrannte Bläschen, das gibt aber nur, vielleicht werden überhaupt Minimalabzüge. Guck mal, hier haben wir gar keine verbrannten Bläschen. Hier kannst du alles genießen. Schöne Röstaromen, der Boden ist... Ja. Ist mega. Ja, aber dies finde ich für eine neapolitanische ziemlich groß. Ja, also ich bewerte für die Zuschauer wie immer nur Geschmack. Mir ist egal, ob eine Blase da ist, ob, keine Ahnung, die kann da irgendeinen Mondkrater drauf haben. Mir ist egal, wenn dieser Krater geil schmeckt, dann wird es auch geil bewertet. Ne? Also ich bewerte wirklich, aber jeder macht das so, wie er für richtig hält. Ne? Hier gibt es keine Vorgaben. Und die andere auch noch einmal von unten. Also die ist etwas leichter, diese Salami. Also der Teig hat mehr Hydration, der ist so weich und der ist ein bisschen fester. Ist ein bisschen fester, safe. Kann man die Spitze einklappen und dann rein damit. Geile Salami-Bahn, Mann. Die hat Power. Was ist da unten? Frischkäse? Gefühlt so eine Sahnesoße, ich weiß auch nicht. Teig ist geil. Der Teig ist geil, wollte ich auch gerade sagen. Richtige Teig, also vom Geschmack, so dieses nicht ungebacken, aber ein geiler Teiggeschmack einfach. Ein bisschen Parmesan auch drüber. Ich hau direkt die Keule mal raus. Hau raus. Die ist vom Handwerk auf jeden Fall besser gemacht. Die hier vom Rand, das ist dieses Kaufeeling. Diese Kammern, die innen sein sollen. Damit du halt dieses luftige Feeling hast, dieser durch bis durch nicht, diese Waben, dass du hier viel mehr. Ich glaube, das ist sogar der beste Teig bis jetzt, oder? Der ist so, da ist gar kein Fehler einfach dran. Auch unten guckt man auch immer gerne. Da müssen Röstaromen sein, ohne dass es zu schwarz ist. Und das ist hier der Fall. Also da sage ich selber so, wenn ich es für die beste halte. Und der performt, was das angeht, besser. Aber dafür haben wir hier als einzige Pizza Tomaten. Auf eine neapolitanische Pizza gehören nämlich San Marzano-Tomaten. Die sind etwas süßlicher auf Vulkangestein gewachsen. Was für alles Leistung, ey. Weißt du, warum die Reeperbahn heißt? Nein. Das hätte ich jetzt aber erwartet von dir, meine Bitte. Das gehört aber nicht zum Video. Nee, das stimmt, ja. Ich frage mich, ob der Brokkoli roh war oder ob der ein bisschen vorgekocht wurde. Also es ist relativ bis jetzt, wenn ich jetzt von der Stimmigkeit dieser Komponenten bei der Pizza sprechen müsste, ist sie am wenigsten stimmig. Was sagst du? Ja, da muss ich dir recht geben. Es ist ja auch gewagt. Es gibt bestimmt Leute, die lieben das so und würden das immer wieder bestellen. Ich persönlich bin weder Fan von Salsiccia noch von Brokkoli auf Pizza. Deswegen ist die Bewertung auch leider immer subjektiv. Aber wir müssen ja trotzdem nach unserem Geschmack gehen. Im Mund, der Ablauf, Leute, ist es wirklich eine Wolke von außen. Du beißt durch, du hast nichts. Du hast eine leichte Kruste außen, vielleicht von dem Semola, was am Anfang benutzt wurde, ich weiß es nicht. So einen leichten Rauch, dieses leichte, rauchige. Semola. Semola, ne? Kennt sich auch aus. Natürlich, mein Lieber. Ne? Und leichte Rauchigkeit, wo ich es immer sage, wie leicht angerautes Papier so von außen. Ganz, ganz feines Ding. Ich hab's, ich glaube, das ist Creme Fraiche. Ja. Aber intensiv. Irgendwas ist hier sehr salzig und ich liebe Salz. Es schmeckt sogar auch den Parmesan, also. Hast du rausgeschmeckt? Haben die hier am Rand ein bisschen gemacht, oder? Ich dachte, keine davon ist Sven, aber das könnte der vielleicht sein. Wer weiß, ob Sven der Beste ist. Also die anderen Jungs weiß ja nicht, was hier auf dem Kasten davor. Nachher kriegt er die schlechteste Punktzahl. Das kann alles passieren. Wir wissen hier nicht, was von wem ist. Dann wird er uns anflehen, ob wir das Video bitte nicht hochladen. Der Rand ist der krasseste von allen hier. Von innen, ey. Das erinnert mich an Dortmund, an den besten Pizzateig der Welt, gekrönt. Nicht, dass er so gut ist, nicht falsch verstehen, aber der sah auch so aus. Aber ich sag euch und auch für die Kandidaten da unten, die hat bei mir an einer Stelle zum Schluss aber nochmal einen Minuspunkt kassiert. Und zwar? Warum? Das werde ich gleich in der Bewertung sagen. Nochmal ein bisschen Spannung aufrechterhalten. Du willst mich nicht beeinflussen, ne? Ich will dich auch nicht beeinflussen. Und das ist ein Ding, ich habe jetzt schon recht viel gegessen dafür, dass wir noch 4 Pizzen essen werden. Das ist erst fast beim letzten Biss gewesen. Aber ich finde, die Pizza hat Eier verdient. Weil stell dir vor, einer von uns würde Brokkoli nicht mögen. Es gibt auch viele Menschen, die Brokkoli nicht mögen. Also das ist echt mutig, ne? Die hatten auch den Volltreffer landen können, dass wir sagen, oh, was für eine geile Kombi. 100%.
nicht. Wir werden in die Bewertung gehen und da werden wir sogar vor die Tür gehen. Für euch da unten, ihr könnt gleich alle Emotionen zeigen, ihr könnt rumschreien, alles, weil wir gehen extra vor die Tür, dass wir nichts von euch hören. Machen wir direkt gleich die Bewertung. Also ihr Lieben, danke erstmal für die Mühe. Ihr habt schon ordentlich abrasiert, ne Oskar? Ja, das war heftig. Aha. Und auch nicht einfach zu bewerten. Hast du damit gerechnet, dass sie so abliefern? Außer bei Svenny vielleicht schon, natürlich, aber bei den anderen? Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass das gute Pizzabäcker sind. Aber bei dem einen oder anderen bin ich doch überrascht. Ich habe auch mit gerechnet, dass sie so abliefern, ehrlich gesagt. Aber oha, oha, okay, ey. Wir wissen beide auch noch nicht, was der andere gegeben hat. Willst du für Runde 1 mal deine Punkte raushauen? Okay, ich habe bei der Runde 1 hatten wir einmal die erste Burrata-Pizza, die hat bei mir 8,7 bekommen und dann hatten wir die Hackpizza, die Burgerpizza, die hat bei mir 9 Punkte bekommen. Oh, also, soll ich bewerten, also soll ich auch begründen oder erstmal nur zeigen? Hau ruhig eine Begründung raus, ja. Okay, ja. Ich fand zwar den Teig von der Burrata-Pizza besser, aber ich finde, die Hackpizza hatte so viel Individualität und so viel Eigenständigkeit da reingebracht. Also ich fand diese Idee so krass, dass ich die so hoch bewertet habe, auch wenn der Teig an einigen Stellen vielleicht verbrannt war, das Hackfleisch vielleicht hätte durch sein müssen, aber ich finde dieses eingelegte Gurken, eingelegte rote Zwiebeln. Hat mich so krass überzeugt, dass ich eine 9 gegeben habe. Die Burrata 1 steht aber dem im Nichts nach, weil die war auch extrem gut. Da könnte ich mir aber eine Tomatensauce dazu vorstellen, dass die gepasst hätte. Stark, ey. Also ich kann schwer einen ganz genauen Teigvergleich schließen, einfach von der Quali, weil wir sie zu früh eingerollt haben. Und ich hatte ein Stück am Anfang, das andere war später, als ich schon kälter war. Deshalb kann ich erstmal zum Teigunterschied, welche besser oder schlechter war, kann ich nicht groß was sagen. Ich fand sie beide sehr nice. Ich konnte aber bei dieser Runde für mich keinen Gewinner ausmachen. Zweimal 9 Punkte gegeben. Krass, ja. Zweimal 9, weil einfach, oh, ich wüsste jetzt, ich wüsste wirklich nicht, was ich bestelle, wenn ich heute sage, ich scheiß so drauf. Das eine war wirklich so Fast Food, einen auf, oh, keine Ahnung, gestern voll sofort einen reinknallen. Ja. Und das andere war so, denn eher für mich privat, ein bisschen auch bewusst und nicht ganz so, aber kann nichts als besser ausmachen. Runde 2 war bei mir, kommt jetzt was, ach, du kommst erst mit Runde 2, Ossi. Oder willst du diesmal? Nein, 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 du sollst anfangen. Okay. Runde 2, da hat die Brokkoli-Pizza eine 8,5 mit Brokkoli und Salz. Und die Burrata 2 Salami hat bei mir eine 9,2. Da fand ich den Teig wirklich nah an der Perfektion. Was mir dazu 10 gefehlt hat, ist diese eigene Kreativität, wie bei der Hackpizza zum Beispiel. Okay, also, puh, Leute, die Brokkoli war für mich mit Abstand heute die schlechteste. Die schlechteste, immer noch eine gute Pizza, aber die schlechteste von allen. Der Rand war einfach, fein ist den anderen lange nicht so luftig. Das kann ein Mann sein, der macht jeden anderen Tag die anderen fertig. Da ist ein kleiner Fehler im Teig, weil, keine Ahnung, die das über 300, 400 Kilometer transportieren oder mehr. Die Kombi auch für mich am wenigsten gematcht, ein bisschen Brokkoli noch zu hart, Kombi einfach nicht ganz so geil gewesen. Für mich die Salami, ich bewerte Kreativität jetzt nicht extra, der eine wäre kreativer oder nicht, ich gucke einfach, was hat gepasst bei der Pizza, hat vom Belag alles gepasst, der Rand war der beste von allen heute, der Teig generell war der beste von allen heute. Bei welcher jetzt? Bei der Salami. Auch die Power von der Salami, Produktauswahl, alles gematcht. Aber zum Schluss, und das war das, was ich meinte. Was das habe ich nicht entdeckt. Ich hatte auf einmal voll den wässrigen Biss. Voll den wässrigen Biss. Und das war, vielleicht war es der einzige Moment in der ganzen Pizza, den ich erwischt habe. Aber den musste ich mit einbewerten. Und deshalb ist diese Pizza nur Platz 3 heute für mich geworden mit 8,8 Punkten. Was glaubst du, woher das kommt? Weil da war ja nichts Wässriges wirklich drauf. Ich weiß nicht, ob das eine Sahnesauce war, Creme Fresh. Das, manchmal trennt sich ja das Wasser so ein bisschen von... Oder der hatte Pech und das Burrata war irgendwie wässrig an einer Stelle und das ist da hingelaufen. Wahrscheinlich sogar. Oder Burrata generell ein bisschen zu wässrig gewesen. Ich habe viele Burrata-Pizzen gehabt in meinem Leben, ich habe es nicht gehabt. Aber deshalb musste ich leicht Punkte abzugeben, obwohl es eigentlich die beste war. Ne? Boah, du machst es spannend. Ich könnte jetzt gar nicht im Kopf kalkulieren, wie der Durchschnitt jetzt ist. Das müssen wir gleich ausrechnen. Wir haben ja hier jetzt einen kleinen Moment. Kuss, Jungs, danke für eure Mühe. Heftige Pizzabäcker seid ihr. Geil gemacht, ja. Jetzt geht's in die Runde, wo ein haushaltsüblicher Ofen benutzt wird. Die beste Pizza heute wird auch in der Videobeschreibung drin sein mit Rezept. Wir werden haushaltsüblichen Ofen benutzen, damit ihr die zu Hause nachbacken könnt, wenn ihr Bock habt. So, wir machen jetzt eine neapolitanische Pizza aus dem handelsüblichen Haushaltsbackofen, so dass ihr das zu Hause auch wirklich nachmachen könnt. Wichtig ist, ihr braucht die Form. Für alle, die noch nie eine Pizza gemacht haben zu Hause, nehme ich eine gusseiserne Pfanne, Semola oder Mehl einfach da rein. So, dann wirklich durch die Erdanziehungskraft, ihr seht ja, wie weich der Teig ist. Und dann wird er in eine Pfanne gehauen. Das heißt, ihr habt eine Schablone für die Pfanne. Genau, also das ist die anfängerfreundlichste Methode, um in die Welt der Pizza einzusteigen. Da kann man nicht viel falsch machen, das wird jetzt vorgebacken, ne? Nimm ich sie runter, das reicht mir schon, dann ist sie vorgebacken. Jetzt muss ich sie rausholen. So, jetzt folgendes ganz wichtig. Sanmarzano-Tomaten.
bis zum Rand freilassen. Nur nicht zu viel, aber sie soll fruchtig sein und auch nicht zu süß sein. Jetzt habe ich mein eigenes Basilikumöl gekocht, ja? Das kommt noch da drauf. So, dann kommt da wirklich nur ein bisschen rüber, nicht zu viel, weil die Basilikumpflanze soll ja auch noch was geben. Jetzt ist wichtig, dass der Rand schön mit Öl eingeschmiert wird, damit die einen schönen Crunch ergibt. Nicht zu viel Öl. Und dann gucken wir mal, ob sie frei geschoben wird. Seht ihr das? Die kann ich schieben. Also drauf und zu. Vollgas, Ober-Unterhitze. Ja, dann kann es eigentlich nur gut werden. Die ist fertig. Wichtig ist, dass sie so schnell wie möglich hochkommt jetzt. Die sollen die heiß essen. Noch fürs Auge mit etwas Basilikum verfeinern. Hä? Schaut auf jeden Fall schön aus. Schöner luftiger Rand. Darf ich gucken unten? Ja. Schön. Wollt ihr den Rand einmal knacken hören? Da wir nur einen Ofen haben an euch da draußen, kriegen wir alle vier Pizzen hintereinander. Alles klar, also, boah, Oskar, dein erster Eindruck? Ja, hättest du gedacht, dass eine Pizza im normalen Haushaltsofen so aufgehen kann? Niemals, niemals. Also das ist krass. Krank. Und für euch zu Hause, wie gesagt, ihr kriegt nachher die Rezepte mit. Das ist aus dem Ofen zu Hause, ey. Wie geisteskrank kann man sein? Guck mal von unten hier. Kannst gerne auch noch reinhalten, Ossi. Guck mal den Rand, ey. Guckt euch den Rand an. Also ich habe den im Restaurant schon schlechter gesehen. Ja, heftig. Was da geht, ey, das ist ein Meisterwerk. Gucken wir uns zu und jetzt auch, ne? Ich glaube, die ist sogar zweimal im Ofen, oder? Also einmal vorbacken, dann belegen und dann nochmal rein. Denkst du, ja? Ist das so eine Vorgangsweise? Ja, würde ich sagen. Sonst wird die zu trocken. Mhm. Der Rand ist geistkrank fluffig. Wenn ich jetzt vergleichen muss mit der letzten Pizza eben, einmal aus dem Profiofen, hat die einen besseren Rand als die aus dem Profiofen, die eine, die nicht performt hat. Also außer die Bläschen, aber so von der Luftigkeit, nur von der Luftigkeit. Von der Luftigkeit ja, aber hier sind natürlich nicht so viele Röstaromen, also stärker angebrannte Stellen fehlen hier. Deswegen schmeckt die auch leicht anders. Für mich irgendwie sehr basilikumlastig, obwohl ich gerade kein Basilikumblatt hatte. Also du hast recht, die Röstung fehlt, aber so der Rand hier von innen, der ist besser als bei der einen Pizza eben, nur von der Luftigkeit. Aber wir werden jetzt auch für euch, ne? Natürlich müssen wir jetzt, wir können von der Bewertung müssen wir noch mal neu einranken, weil wir können die nicht gleichstellen mit der Runde eben aus dem Pizzaofen. Anderes Ranking, ne? Ganz anderes Ranking, ja. Boah, der Käse schmilzt so richtig. Guck mal, ob es das Basilikum war. Leichte Tomatensauce, geschmeidiger Käse. Ich finde aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es durch den Ofen kommt, schmeckt die nicht mehr so neapolitanisch. Dieses Typische ist raus irgendwie. Vielleicht ist es ja durch den Ofen. Ich finde, man hat automatisch diesen Touch von der Pizza, den man kennt aus dem Ofen, wenn man zu Hause eine Pizza macht, von irgendwie so dieser typische Style. Die Temperatur macht es halt aus, ne? Ja. Das darf man gar nicht schlecht bewerten, weil die haben da nur 250 Grad zur Verfügung. Ich darf nicht zu viel essen, es muss dabei belassen werden. Also ganz rundes Ding, ne? Ja, solide Pizza. Mhm. Ich bin auf die anderen gespannt. Leute, Schlag auf Schlag, direkt in Runde 2. Ich bin sehr zufrieden. Mir ist egal, ob ich gewinne, ich will einfach nur hier sein. Und wenn ich wirklich gewinne, die Chance habe zu gewinnen, dann will ich nicht sagen, dass ich besser bin als Teichner. Für mich ist es einfach nur hier zu sein, wieder wie bei Olympiade. Dabei sein ist alles. Aber wenn ich wirklich die Chance habe, heute mit 1000 Euro nach Hause zu fahren, dann muss ich zwischendurch ein paar Mal anhalten, weil ich dann anfange zu weinen. Sven, viel Glück. Ich sollte auch eine Burgerpizza machen. Da hätte man eine genaue Gegenüberstellung. Aber ist gut. Wir sind aktuell Gleichstand. Das ist die Margherita entscheidet. Nicht verzagen. Beastyle fragen. Peace. Gehst du jetzt nach Hause? Nein. Die Margherita, die entscheidet jetzt, Jungs und Mädels. Okay, gut. Ich nehme wieder den Biegerteig. Tatsächlich habe ich lange keine Pizza mehr in einem Haushaltsbackofen gemacht, seitdem ich einen Pizzaofen habe. Aber ich probiere es aus. Mal schauen, wie das wird. Na, ganz gut.
Mal gucken, wie sie hochgeht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Käse verläuft okay, würde ich sagen. Aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehen. Ich will auf jeden Fall aufpassen, dass der Rand nicht zu dunkel wird, weil sonst ist der dann auch echt zu trocken aus dem Haushaltsbackofen. Ist halt auch nicht ohne die. Die Backöfen verhalten sich auch alle irgendwie anders. Ich werde auf einem authentischen Pizzastein backen. Ehrlicherweise habe ich meinen Backstahl vergessen. Ich mache das grundsätzlich auf dem Backstahl. Einfach weil ein Pizzastein oder so ein Backstahl, die Wärmeleitfähigkeit ist viel höher. Und dann werde ich die Pizza auch zweimal backen. Einmal vorbacken, einmal fertig backen. Einfach, um die hochwertigen Zutaten zu schützen. So, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Aussehen. Habe so, wie gesagt, auch Food reinbekommen. Ich lasse sie hier noch mal ganz kurz auskühlen unten. Schön, guck mal. Die ist nicht hart, die Pizza, die ist noch luftig. Darf ich? Jo. Genau so muss das sein, ne? Die darf nicht zu hart sein. So. Okay, dann kann die los. Nächste Pizza. Oh. Sieht auch gut aus, Oskar. Rein optisch, wenn ich jetzt wetten müsste, welche besser war, hätte ich gesagt, die eben. Aber das kann sich gleich ändern. Die andere sah luftiger aus. Vielleicht hätte die noch länger gekonnt. Schauen wir mal hier drunter. Boah, der ist noch ein bisschen weiß. Ist noch weiß? Ja. Okay, aber vielleicht geht's nicht anders, ey. Also ich mache jetzt mal was wahrscheinlich, was sich die Zuschauer die ganze Zeit gedacht haben. Warum schneidet er dieses Ding nicht einfach durch? Warte, guck mal, der Mozzarella ist auch nicht gleich verteilt. Ich achte ja immer auf sowas. Du achtest auf alles, ja, ist gut, ist gut. Und Rand, wenn man jetzt schaut, einmal für die Zuschauer auch von hier, kannst du da mal ranzoomen, Ossi? Carlos? Da ist sie schon, man muss hier wahrscheinlich nehmen. Aber sie ist ein bisschen klumpiger. Wenn ich jetzt auf Anhieb gesagt hätte, die hat der Pizzabäcker gemacht, der auch zum Schluss die allerletzte Pizza mit der Salsiccia gemacht hat. Okay. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, auch wieder Margherita, klassisch. Dann haben wir den 1:1-Vergleich. Hier ist er besser als gedacht, der Rand. Ja, aber der müsste überall so sein, oder? Also der eben hat es besser bekommen. Ungebackenes Feeling hier. Ja. Wir bewerten die auf hohem Niveau, ne? Also, wenn ich die jetzt privat so bekomme, ist es immer noch ein Wow-Faktor, ein Wow. Ja, aber ich vermesse sie jetzt an der Pizza eben. Hier, der Teig schmeckt wie Brot, finde ich. Wenn ich nur den Teig esse. Wie so ein richtig geiles, selbstgebackenes Brot. Ein bisschen was vom Brot, ja. Für Brot positiv, für Pizza negativ. Also eben war besser, wollen wir es mal so sagen. Ja. Eben, du hast ein bisschen dunkler einfach, hätte ich. Hast du bestimmt gesagt, Oskar. Augen schießen, ist so ein frisch aufgebackenes Brot von außen. Okay, ich habe schon mal zumindest eine Tendenz. Olivenöl noch oben drauf gemacht, glaube ich. Ist ein Pluspunkt. Olivenöl einfach geil. Also in diesem Belag fast ein klein bisschen besser als eben. Der eben war mehr Standard, der hat irgendwie seinen eigenen Taste, so eine leichte Süße. Käse und besseren Geschmack irgendwie auch, finde ich. Aber Rand schlechter. Willst du jetzt für uns sagen, jetzt kriegst du los Zone 3? Jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt der nächste, ja. Jetzt kommt es eigentlich nur noch drauf an, wie beim ersten Teig auch, schön auszubreiten, einen gleichmäßigen Rand hinzubekommen. Da legen wir jetzt den Fokus entsprechend drauf. Dann sind wir eigentlich schon fast mit der Hauptarbeit an der Stelle durch. Dann bereiten wir hier das Peel vor, dass die Pizza gleich nicht anfängt drauf zu kleben. Ist eine kleine Sauerei am Ende des Tages, aber ist nicht schlimm. Wo gehobelt wird, da fallen auch letztendlich Späne. Ich bin immer ein Freund davon, auch so ein bisschen was auf die Kruste mitzugeben. Einfach weil es optisch mir besser gefällt und ich das schön finde. Also die Pizza sieht jetzt schon Weltklasse aus, sage ich dir. Vielen Dank, mein Lieber. Das wird ein harter Kampf. Ich muss alles geben. Da sieht man wieder, wenn man irgendwas macht mit Leidenschaft, wir sehen es an allen Vieren jetzt, wie wir sind, dann wird es einfach gut. Hauptarbeit an der Stelle ist getan. Und was sagt die Optik, mein Lieber? Was sagt der Meister? Ja, entwickelt sich gut. Haushaltsofenpizza halt, ne? Ja. Grundsätzlich, wenn euch das Pizzabacken interessiert, Freunde, dann könnt ihr im Haushaltsofen anfangen. Und ich verspreche euch, macht ein gutes Pizzateigrezept, macht die Pizza im Haushaltsofen. Eure Gäste, Freunde und Familie werden euch lieben. Schau mal, wie schön das aussieht. So, jetzt kommen voll die letzten Zutaten drauf. Packen wir hier noch ein paar Basilikumblätter drauf, ein paar kleine. Machen noch mal einen Hauch Parmesan drauf, weil Parmesan schmeckt einfach gut. Umami.
Und dann geht das Ding für eine zweite Runde erneut in den Ofen rein. So. Verfeinern wir den Rand noch etwas mit Glanz. Dann packen wir hier wie gewohnt frische und große Basilikumblätter drauf. Und dann sage ich, geht das Ding nach oben. Let's go! Pizza Korn Nummer 3. Pizza, Pizza. Die sieht wieder anders aus. Die ist voller Käse, man sieht wenig Tomatensauce und der Rand ist am Glänzen. Ich glaube, der wurde schön mit Olivenöl eingeschmiert. Da wird ordentlich Öl drauf, hundertprozentig, das habe ich. Das wird wohl, denke ich, auch weil es so extrem ist, dass es so mittel wahrscheinlich ist für eine Ofenpizza. Die ist so aufgeploppt, der Rand. Das war gerade krass. Also die bleibt nicht in der Form, der Rand geht sogar hoch. Boah, der ist fast hohl von innen. Ja, also da war wieder ein absoluter Macher am Werk, ey. Die ist von unten auch hell, aber trotzdem ein bisschen knuspriger als die letzte. Da wurde Käse auf dem Rand gemacht, oder? Weil er knusprig ist. Aber trotzdem fluffig. Schmeckst du das? Dürfen die das? Das dürfen die. Ich glaube, den haben die einfach nur so gut hinbekommen. Heftige Süße in der Tomatensauce, aber geil. Was sind die San Marzano, du mal? Das finde ich, das schmeckt so, ne? Das ist ein Vulkangestein. Ja. Für einen Haushaltsofen wie so ein gezeichnetes Pizzastück. Ganz übel. Es ist erstmal, da werde ich jetzt noch nicht auflösen, ganz enges Rennen zwischen Teig, zwischen der ersten und der hier. Es ist aber ganz anderer Geschmack auch. Was bei der ersten so dieses Simula-Feeling war, ist für mich jetzt gefühlt, als wäre hier minimal mit Parmesan gearbeitet. Also kann ich auch komplett falsch liegen, aber es hat irgendwie so einen anderen Käsetouch hier nochmal. Also Vergleich erste Pizza und die hier. Erste hatte ja noch so diesen gewissen Ofenfaktor mit drin. Das ist bei der hier raus fast. Also minimal merkst du es noch. Ich hatte eben so ein klein bisschen Brötchen-Vibes von unten, so von dieser verhärtete Boden. Aber allen im allen ist dieser Ofenfaktor bei der hier deutlich weniger. Ohne jetzt zu sagen, was besser ist, ne? Weil das Teig-Innenleben ist noch was anderes, ne? Fluffiger oder nicht. Ich werde noch mal ein bisschen was offen halten, weil ich muss auch in mich gehen. Aber eins ist sicher, Oscar, die ist heftig, ne? Der Teig ist mega. Also hätte ich nicht gedacht, dass man den im Haushaltsofen so hinbekommt. Ich wusste, dass die ein bisschen schlechter sein werden als die aus dem Pizzaofen. Aber die sind besser, als ich dachte. Kann man so durchwinken. Also ich höre jetzt auf zu essen, wir gehen in die letzte Runde. Okay, also ich habe hier wieder meinen Pizzateig. Und ich hoffe, dass das ein Gamechanger sein könnte. Ne? Nochmal ein bisschen Semola hier on top. Und dann Abfahrt. Der Teig ist sehr weich. Das Ganze hier zärtlich verstreichen. Und dann können wir auch schon damit beginnen, die Luft wieder von unten nach oben in den Rand zu drücken. Hier hat sich eine Luftblase gebildet, diese mache ich gerne kaputt. Zack. Ich habe schon gehört, die Konkurrenz ist auf jeden Fall da. Ja, mal gucken, was die beiden dann sagen werden. Ne? So, jetzt breiten wir die Pizza wieder ganz geschmeidig aus. Und jetzt darf meine leckere San Marzano Tomatensauce drauf. Das sind San Marzano Tomaten, etwas feines Meersalz, bisschen frisches Basilikum und ein Schluck Olivenöl. Hier muss man auch beachten, dass die Pizza komplett oder der Teigladen komplett mit Tomatensauce bedeckt ist, weil der Boden kann im Ofen aufsteigen und dann hätten wir das Problem, dass die unten nicht gebacken wird. So, Freunde, ab damit in den Ofen. Zack. Sofort schließen und jetzt warten. Also 2 bis 3 Minuten. Also jeder Haushaltsofen ist grundsätzlich unterschiedlich. Ne? Wenn ich zu Hause wäre, wären das nochmal andere Bedingungen. Da kenne ich meinen Ofen. Wir hoffen einfach aufs Beste. So, 1, 2, 3. Pizza raus. Wunderbar. Auf alle Fälle habe ich hier einen Mix aus Parmigiano und Pecorino. Da kommt ein bisschen was drauf. Und dann noch etwas Pecorino für die nochmal extra Würze. Basilico Coco, den Slab nicht vergessen, damit sich die Aromen nochmal etwas besser verteilen können. Ich möchte nur mal kurz gucken, wie die Bräune unten aussieht. Und jetzt, Friends, kommt die wieder zurück in den Ofen. Jetzt warten wir nochmal so 2 Minuten, sobald der Fiordilatte geschmolzen ist, kommt noch ein Finish mit Olivenöl drauf, bisschen Parmigiano und dann hoffe ich, dass die Pizza abliefert. Ich muss nur einmal kurz schauen, nicht, dass die mir zu dunkel wird. Jungs, wenn ich gewinnen sollte, dann kriegt ihr
leichten, feuchten Händedruck. Nee, alles super. Ich schicke euch ein Buch von mir zu. Habe ich versprochen. Signiert. Jetzt zählen wir runter, noch 30 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Mach weiter. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du musst den Takt erwischen. Hey. Ja, ich rap. Mach. Nee. Doch. So, ich glaube, wir sind fertig, Freunde. Mozzarella schön verlaufen. Jetzt gebe ich hier nochmal etwas Pecorino drauf. Ja, ich glaube, der Holle hat es gefeiert hier, gell? Und jetzt noch fürs Auge etwas schönes, frisches Basilikum. Nee, halt, stopp. Ein Schuss Olivenöl, sehr wichtig, hochwertig. Jetzt habe ich sogar vergessen, den Rand mit Olivenöl zu bepinseln, ne? Vor lauter Druck. Vielleicht war das ein Fehler. Egal, wir sind ready. Auf geht's. Oh nein, da kommt wieder so ein Brett, Oscar. Da kommt ein Brett, ey. Scheiße, ich sehe das jetzt schon kommen, Mann. Also, ist das, glaube ich, die größte? Das ist wie beim letzten Mal. Es hätten die gleiche Reihenfolge und zum Schluss kommt nochmal so ein dicker, aufgeblähter Hund. Die verwirrt uns jetzt total, glaube ich. Die hat der gleiche gemacht, der die eine gemacht hat. Jetzt wieder der Hund von innen. Der Bauch vom Hund. Siehst du das? Überall gleichmäßig goldbraun. Schön viele Tomaten haben wir diesmal. Ich glaube auch, da wurde auch mit Parmesan ein bisschen geschummelt. Bei den anderen glaube ich nicht. Und der Fior di Latte Mozzarella ist schön verteilt. Diese typischen italienischen Sticks, Pizza-Sticks. Wunderbar. Ich dachte eben, nach der eben geht nichts mehr. Die könnte das nochmal toppen. Boah, ich glaube, die ist sogar am besten von unten gebacken. Von unten ist sie auch noch krass, ne? Die andere war ein bisschen weißer, die eben. Guck mal, zum Beispiel hast du hier zerdrückte Tomaten. Also du merkst noch die Stückchen. Und das ist auch sehr tomatig diesmal, ne? Also da haben wir viel Tomatensauce. Es ist deutlich tomatiger als eben. Oder als die anderen Pizzen, 100%. Also ich glaube, da hätte ich den Unterschied nicht gemerkt, ob die aus dem Pizzaofen kommt oder aus dem Haushaltsofen. Vielleicht haben die uns verarscht, vielleicht haben die das im Pizzaofen gemacht. Guck dir die ganze Tomatensauce an. Das ist einfach nur Geschmacksfrage, weil ich finde es tierisch geil irgendwie. Ich mag auch, wenn es tomatig ist, wenn die anderen Zutaten nicht untergehen durch die Tomaten. Also vielleicht minimal zu viel, aber ich finde es krass, dass der es trotzdem durchgezogen hat. Obwohl er dafür kritisiert wurde, meinte er, nö, ich mach das jetzt so und hat das gewagt. Du hast Eier da unten, du hast Eier. Ab zur Bewertung. Oh, scheiße, ey, Jungs, ey. Was geht ab in euren Köpfen? Was war da los? Ihr seid fertig mit den Nerven, oder? Ihr habt mich auseinandergenommen. Aber hat Spaß gemacht, doch. Es war super spaßig, so viele verschiedene Eindrücke für alle von uns. Egal wie es ausgeht, alle haben richtig gut abgeliefert. Und ich sage auch immer, wenn man irgendwas mit Passion macht, ne, das kommt ja nicht von irgendwo her. Was da rausgekommen ist, ist absolut großartig. Ne? Nicht von dieser Welt, ehrlich. Ich bin ganz nah emotional, ich zitter. Ich habe sowas noch nie erlebt, aber ich danke dir vom Herzen, dass ich hier sein darf. Ich danke meiner Familie, ich danke La Fiamma. Ihr pusht mich, ihr seid in meinem Leben. Danke. Wer hat die Hackpizza in der ersten Runde gemacht? Das ist eine Goldies-Pizza, Digga. Wie ist das? Alles Nachbau von Goldies. Karamellisierte Zwiebeln mit Vertos, echt ein Bonbon. Krass, ey, was für ein ist das, ey. Burrata, Runde 1. Wer hat die gemacht? Das warst du? Krass, ey, krass. Da sind auch zwei Macher am Start, ey. Da sind zwei Macher am Start. Dann hatten wir einmal die Pizza, die uns nicht ganz so gut gefallen hat in der Folgerunde. Wer hat die gemacht? Das warst du? Ja, ne, die eine, wo wir gesagt haben, die war so ein bisschen fester, aber trotzdem Respekt dir. Also wer kriegt so eine Pizza hin? Das war trotzdem nur knapp bei mir mit 8,5, ja. leicht drunter. Mhm. Ich war ein bisschen radikaler. Ne? Er ist ja immer der Strenge hier. Sprich, du warst die Letzte. Ich bin übrig geblieben. Oh. Da habe ich dich gewinnen lassen. 9,2. 9,2 hast du mir gegeben, ja. Also erstmal, Svenny, wir waren uns einig, die Pizza war vom Ding her die beste. Ne? Du hast nur von mir Abzug gekriegt, weil ich auf einmal einen wässrigen Moment hatte, wo das auch immer herkam. Aber vom Ding her muss man in der Runde vielleicht einen Freudentropfen oder so. Das kann sein, der ist drauf geraten. Beim oder der Lusttropfen kann ja auch sein. Ja, und jetzt kommt ja noch die zweite Runde. Pizza Nummer 1. Bei der Pizza Nummer 1 habe ich... Das war, welch war das nochmal? Sag's nochmal für die Zuschauer. Das war die Margherita, wie alle anderen auch. Ach ja, stimmt. Gab zu gut Pizza heute. Also, da dachte ich mir, starke Pizza aus dem Haushaltsofen, sensationell, da habe ich eine 9 gegeben.
Also die allererste, kurz und knapp, 9 Punkte. Es war noch so dieser gewisse Ofentouch drin, der war aber fast raus und der Rand und der Teig war einfach grandios, 9 von 10 Punkten. Wer hat die Pizza gemacht von euch? Oh, wie Silos! Also dafür nochmal Applausius. Runde 2, Oscar. Bei der zweiten dachte ich mir, wow, genauso geil. Aber fast genauso geil. Da war ein Faktor, den ich schlechter fand als bei der ersten. Und zwar, die war nicht gleichmäßig gebacken. Da waren ein paar zu sehr angebratene Stellen und ein paar zu helle Stellen. Deswegen habe ich da 8,5. Puh. Der B-Style ist noch im Rennen. B-Style ist im Rennen, Alter. Heute wird aus B der G. Heute wirst du G-Style, Junge. Runde 2. Für mich, das war so ein Mix, ey. An der einen Seite war sie wirklich richtig heftig und wiederum an der anderen Seite war sie wirklich nicht so stark. Und ich bin wohl etwas radikaler immer als der Oscar, wie ich merke. Die hatte schon Abfall von mir auch in der Mitte vom Teig, so leicht ungebackenes Feeling, 7,7 Punkte, immer noch stark. Aber derjenige, trete bitte vor, der sie gemacht hat. Ah, okay. Stark trotzdem, die. Stark. Ja, jetzt wird's eng. Also du wärst in dem Fall tatsächlich schon mal raus, wenn mich meine Adam-Riese-Künste jetzt nicht täuschen. Pizza Nummer 3, Margherita aus dem Haushaltsofen wieder. Wo wir uns ehrlich dachten, kommt die echt aus dem Haushaltsofen. Und deswegen habe ich eine 9,5 gegeben. Der Rand ist schön aufgegangen, war so gleichmäßig gebräunt und schön käsig. Die hat bei mir echt gepunktet und kriegt deshalb 9,5 Punkte. Ja. Die Runde für mich war auch noch mal eine Runde rauf zu der ersten Runde. Ich dachte, da gibt es keine Verbesserung mehr in Runde 1 bei B-Style, wie wir es jetzt wissen. Da war noch mal ein kleiner Tick oben drauf. Dieser Ofentouch hat sich noch mal ein bisschen mehr gelöst. Ganz leichtes Brötchen-Feeling von unten gewesen, aber nicht im negativen Sinne. Das hat nur mitgeklungen, aber es war irgendwie ja, fast dieses Zuhause-Feeling rausbekommen. Innenleben, das Beste von allen gewesen. Das kann ich schon mal sagen. Der Käse, perfekte Wahl. Käse-Tomatensauce-Verhältnis, kurz gesagt, 9,4 Punkte von mir. Oh. Wer hat diese Pizza gemacht? Oh. Scheiße, ey. Chris hat 32,1 Punkte. Björn hat 36 Punkte von möglichen 40. Oh, Niklas hat 36,6 Punkte. Jetzt kommt der Sven. 36, das heißt, du bist gerade auf der Pole. Du bist gerade auf der Pole um die 1000 Euro. Ich werde die 1000 Euro noch mal rausholen, jetzt einmal den üblichen, ey. Wo wird Sven sich einordnen? Bei der letzten Pizza, da dachte ich mir, okay, ein bisschen viel Tomatensauce im Vergleich zu der davor. Die davor war käsiger, die letzte war tomatiger. Und jetzt ist die Frage, was mag man lieber? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich beides mag und es mir egal ist. Deswegen gebe ich auch 9,5 Punkte für die letzte. Manometer, ey. Warte, wir fahren genau gleich, sagst du. Ja, scheiße, ey. Der Herr Teichner braucht über 9,1 Punkte von mir, um zu gewinnen. Bei 9,1 wäre es Gleichstand. Ich kann nur sagen, der Teig war der Beste wieder in der Runde. Es war der komplette Ofenfaktor war raus. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, dein Haushaltsofen. Also der Mann ist ein Macher. Aber ich weiß auch nicht, was du dir mit der Tomatensauce gedacht hast. Ich mochte das, ne? Aber das andere war besser. Ne? Das Ding ist, die Haushaltsofenpizza, dadurch, dass sie länger gebacken wird, die tendiert dazu, trockener zu werden, weil das Wasser verdampft. Und ich gebe da gerne ein bisschen mehr Tomatensauce drauf, natürlich die besten, um dem entgegenzuwirken. Dann hast du immer noch dieses Sapschige, den knusprigen Rand, trotzdem das Weiche von innen. Ja, deswegen, ne, um zu verstehen. Niklas hatte von mir 9,4 Punkte bekommen. Ich dachte, da geht nicht mehr. Du hast leider bei der Tomatensauce verkackt. Deshalb kann ich in Anführungsstrichen nur 9,4 Punkte geben. Yes! Oh! War trotzdem einfach zu stark. Zu stark gewesen. Das, ey. Oh, ihr seid Macher, Jungs. Ihr seid Macher. Und es hat sich der Herr Teichner dafür qualifiziert. Was ist damit? Die gehen an mich dieses Mal zum Glück. Die kriegt keiner. An euch geht eine Reise, 750 Euro Kurztrip in die Türkei. Reinschreiben und 20 Euro für jeden. Link in die Videobeschreibung, habe ich am Anfang erklärt. Und ja, du hast dich qualifiziert für Runde 2 gegen absolute Pizza-Profis. Ich habe nämlich auch Bewerbungen von Leuten gehabt aus Restaurants, die so nach meinem Empfinden und auch zum Beispiel Deutschlands Hobbybäcker Nummer 1 und sowas. Ne? Preisgekürt, ja. Bin ich schon sehr gespannt. Herausforderung angenommen. Aber nur, wenn ihr Bock drauf habt, also like das Video richtig. Lass rein scheppern. Und wir haben ja hier auch immer noch einen Zusatz zu meiner Ansage mit den 750 Euro Türkei-Reise. Ihr müsst die Likes reinknallen, denn sonst gibt es keine Reise heute. In dem Sinne sage ich, ja, viel Spaß. Nee, nicht viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke, Jungs. Danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.